Erste Drittelpause im Spiel der Krefeld-Pinguine gegen die Eisbären Berlin. Wir wählten uns aus dem Pinguine-TV-Studio. Junge, unterhaltsames Spiel definitiv. Das freut auch unseren Sponsor of the Day, Galderma nämlich, mit Daylong heute hier bei uns. Die haben uns schon das Drittelpausenspiel präsentiert und wir werden jetzt auch ein bisschen genaueres dazu erfahren. Pamela Dölling und Oliver Bruck sind bei uns. Herzlich willkommen den beiden. Und wir fangen jetzt ausnahmsweise mal mit der Dame an, wie sich das gehört. Wie gefällt denn das Spiel bis jetzt? Super geil, geile Stimmung hier, muss ich sagen. Sowohl die Berliner Eisbären als auch die Krefelder Pinguine rocken richtig. Auch 3-2, mit dem Ergebnis bin ich jetzt echt zufrieden bisher. Also es ist mein erstes Eishockeyspiel, ich bin begeistert. Ja, dann auf jeden Fall bitte mit dabei bleiben. Wie ist Ihr erster Eindruck, Herr Bruck? Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich bin klassischer Fußballfan von Hause aus, aber hier ist die Stimmung natürlich fantastisch. In der verhältnismäßig gegenüber Fußballscheibe und kleinen Halle. Ich bin begeistert, bin überzeugt, ich werde wiederkommen. So soll es sein. Galderma ist heute Sponsor of the Day. Viele Leute fragen sich, was ist denn Galderma überhaupt? Galderma ist eines der führenden Pharmaunternehmen im Bereich der Dermatologie. Bekannt durch Marken wie Lozeryl gegen Nagelpilz, Elkanel, anlagebedingter Haarausfall und eben unser Produkt des Tages, Daylong, ein Hochleistungs-Sonnenschutz. Bekannt aus der Apotheke, aus dem Fernsehen und ich hoffe doch auch dem einen oder anderen von der täglichen Anwendung. So sollte es sein, zumindest dann, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird da draußen oder wenn es vielleicht noch in Winterurlaub geht. Also Daylong, was ist das genau, Pamela? Daylong ist die Marke für Hochleistungssonnenschutz aus der Apotheke. Es ist noch nicht wirklich bekannt, deswegen sind wir auch unter anderem hier und tun viel für das Produkt. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt, produziert in der Schweiz nach höchsten Produktionsstandards. Das Produkt hat eine Besonderheit, es ist, hat eine besondere Formulierung, sodass auch wirklich Menschen, die nicht gerne Sonnencreme anwenden, es sehr gerne anwenden, wie zum Beispiel Sportler oder Männer. Es zieht sehr schnell ein, hat eine klebt überhaupt nicht, hinterlässt keine Rückstände auf der Haut und hält besonders lang an. Das heißt, man muss es nicht andauernd nachcremen und es ist extra wasserresistent und schweißresistent, was sich eben für Sportler und generell für Kunden eben sehr gut anbietet. Perfekt, und ihr macht einiges heute Sponsor of the Day, aber ihr seid auch so ordentlich unterwegs. Stichwort Fernsehen ist gerade schon gefallen, das heißt Marketing rund um Daylong und Galderma gibt es einiges. Genau, Daylong gibt es zwar schon seit 15 Jahren im Markt, allerdings ist es noch im Moment ein Geheimtipp. Unter Ärzten und Apothekern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, ist es schon sehr bekannt. Aber bei Endverbrauchern eben noch nicht. Und wir wollen einfach die Qualität auch den Endverbrauchern ans Herz legen und nahebringen. Insofern sind wir dieses Jahr mit TV-Werbung gestartet. Aber nutzen eben auch solche Events wie heute hier, um ganz viele Kunden zu erreichen und Muster zu verteilen. Denn wir wissen, wer einmal Daylong probiert, der bleibt wirklich dabei. Das Produkt überzeugt durch eigene Anwendung. Und das ist das, was wir auch rüberbringen wollen. Und mehr Infos gibt's von Pamela Dölling und von Oliver Bruck. Die beiden sind nämlich heute unser Sponsor of the Day im Namen von Galderma. Daylong heißt das Produkt, gibt es direkt hier neben dem Pinguine TV-Studio zu sehen und zu probieren. Und gleich gibt's hier Drittel Nummer 2 der Krefeld Pinguine gegen die Eisbären Berlin. Nach einem enorm unterhaltsamen ersten Drittel steht's 3-2 für den KFV.